Passend zum besseren Wetter haben wir heute leckeren Bubble Tea für euch. Der Ursprung liegt zwar in Asien, aber er hat sich in den USA schnell verbreitet und wird mittlerweile auch hier in Deutschland immer beliebter. Die Basis des Bubble Teas ist schwarzes oder grünes Teekonzentrat. Hierfür wird zuerst das Wasser in einem kleinen Topf zum Kochen gebracht. Danach wird der Topf vom Herd genommen und die Teebeutel in das heiße Wasser gegeben. Der Tee sollte ca. 10 Minuten ziehen und anschließend gut abkühlen. Der Zuckersirup ist für den Bubble Tea sehr wichtig, da die gekochten Tapioca-Perlen mit ihm benetzt werden und er dem Tee die Süße gibt. Hierzu wird einfach das Wasser mit dem braunen und dem weißen Zucker erhitzt, bis sich der Zucker vollständig aufgelöst hat. Danach sollte das Zuckerwasser etwas köcheln, bis die Flüssigkeit etwas dicklicher wird. Wenn er fertig ist, sollte er auch etwas abkühlen. Die wichtigste Zutat des Bubble Teas sind natürlich die Tapioca-Perlen. Diese Stärkekügelchen sind im rohen Zustand sehr zerbrechlich und müssen vor dem Verzehr gekocht werden. Dafür wird zunächst Wasser in einem Topf zum Kochen gebracht und anschließend die Perlen dazugegeben. Damit nichts anbrennt, müssen sie vorsichtig mit einem Löffel umgerührt werden, bis sie an die Oberfläche steigen. Die Tapioca-Perlen müssen für ca. eine halbe Stunde bei mittlerer Hitze und geschlossenem Deckel köcheln. Sie sind fertig, wenn sie außen weich und innen zäh sind. Man kann die Konsistenz gut mit Gummibärchen vergleichen. Nach der Garzeit werden sie vorsichtig mit Wasser abgespült, um überschüssige Stärke loszuwerden. Am besten eignet sich dafür eine Schale mit kaltem Wasser und ein Sieb. Anschließend lässt man sie gut abtropfen und gibt den Sirup darüber. Am besten schmecken sie, wenn sie in dem Sirup ein paar Stunden durchziehen können und komplett abgekühlt sind. Als erstes machen wir den klassischen Bubble Tea mit Milch und schwarzem Tee. Ihr könnt natürlich jeden Tee nehmen, den ihr gerne mögt. Hierzu werden zunächst die Tapioca-Perlen in ein hohes Glas gegeben. Für das eigentliche Getränk wird das Eis, das abgekühlte Teekonzentrat, die kalte Milch und etwas von dem Zuckersirup in einen Cocktailshaker gegeben und gut geschüttelt. Der Bubble Tea wird dann mit einem dicken Strohhalm oder einem langen Dessertlöffel serviert. Jetzt zeigen wir euch noch eine fruchtige Variante des Bubble Teas. Anstatt des schwarzen Tees nehmen wir diesmal grünen Tee. Das Teekonzentrat wird mit dem Eis, dem kalten Fruchtsaft und ein wenig Zuckersirup im Cocktailshaker geschüttelt. Wenn der Saft einen sehr starken Geschmack hat, sollte er mit etwas kaltem Wasser verdünnt werden.
Es gibt natürlich unendliche Möglichkeiten, den Bubble Tea zuzubereiten. Beliebt sind die Tapioca-Perlen übrigens auch mit Joghurt oder Eiscreme. Das Rezept mit den genauen Mengenangaben ist wie immer unter dem Video in der Infobox verlinkt. Wir wünschen euch viel Spaß beim Ausprobieren.